Na, Schnuckis, übel, übel, sprach der Dübel und verschwand bis zum Rand in der Wand, bis ihn keiner mehr fand. Ja, es ist Weißwurst-Party-Time. Und es ist Party-Time im Lachs in der Drei-Besen-Bar. Es ist Cocktail-Party. Ich habe ja das Problem, dass alle meine Hasen nicht unbedingt Weißwurst mögen. Die kennen ja nicht so wie ich aus Bayern. Jetzt gab's heute halt Schichtfleisch mit Nockerla oder Spätzle, wie der Schwab sagt, und einer guten Soße. Dazu entsprechende Getränke wie Aperitif und so weiter. Und jetzt sitze ich mit euch in der Drei-Besen-Bar, während ihr wahrscheinlich alle Dschungel schaut oder schaut, was in Going los ist. Ja, warum bin ich nicht in Going? Naja, wie bereits erwähnt, ich habe ja schließlich Verantwortung für meine Kinder. Und ich setze mich lieber mit euch in die Bar. Da hinten steht der Wolf, sitzt der Wolfgang und wartet auf die Bestellung. Und wir sind hier seit um 5, 5:30 schon am Feiern. Gerade kommt auch die Nachricht, was jetzt dann so los sein wird im Lachs in der Drei-Besen-Bar. Weil jeder weiß ja, dass der Huti in der Nacht vor der Streif die Party-Saison einläutet. Und auch Hexen haben so ihre Partys. Und heuer wird die Party nicht die Weiberfastnet sein, wie sie in Lauingen bekannt ist, mit der Hexenverbrennung. Nein, ich lasse mich nicht verbrennen. Sondern es wird einen Maskenball, die venezianische Nacht, geben im Lachs. Mit feinstem aus der Hexenküche, natürlich, eh klar. Der venezianischen Nacht angepasst. Was isst man schon in Venedig, wenn Karneval ist in Venedig? Und deswegen werden wir heuer den Karneval von Venedig ins Lachs holen, in die Drei-Besen-Bar. Ich freue mich schon sehr drauf, wir haben das schon besprochen und wir haben uns auch gerade über die Hexenkronen unterhalten. Denn mein Toyboy hat mir ja endlich das gebracht, was ich für meine Hexenkrone brauche. Und jetzt werde ich dann die Hexenkronenbauerin anschreiben und werde ihr mitteilen, was ich gerne hätte. Wir haben uns auch gerade darüber unterhalten, wie wir die Hexenkronen am besten machen können. Und diesbezüglich wird sich da auch in nächster Zeit was tun. So, es gab heute auch ein Gespräch darüber, während wir hier die Streif eingeläutet haben. Ich habe ja heute in der Früh schon mit dem Weißwurstfrühstück angefangen. Hab dann mal gedacht, mal gucken, ob ich es noch kann. Es gibt ja die Diskussion, es gibt nur 3 Sterne und keine 5-Sterne-Küche. Es gibt nur 3 Hauben und keine 4 Hauben. Nun, es gibt 4 Hauben-Küche, es gibt auch 5-Sterne-Küche. Und ich habe echt mal gedacht, ich muss doch mal schauen, kriege ich das noch auf die Reihe, wenn ich mich mal wieder bemühe, was ich ja jetzt monatelang nicht gemacht habe. Wobei, ich muss ja schon sagen, ich habe ja wirklich mit Kochen ohne Strom im Tiny House in der Julnacht auch feinstes Essen kredenzt. Tja, ich kann das. Ich kann auch auf Holz kochen, brennendem Holz, auf Lagerfeuer etc. Und ja, es ist nun die Nacht vor der Streif.
Morgen wird alles nach Kitzbühel schauen. Ja, was habe ich mit Kitzbühel zu tun? Nun, ich komme vom Aachental. Die Tiroler Aache endet, in Anführungszeichen, wenn sie durch Kössen durchgeflossen ist, fließt sie durch Grassau durch und endet letztendlich im Chiemsee. Heute Abend habe ich beschlossen, wie mein Jahr so eigentlich laut meinen Vorstellungen jetzt laufen könnte, laufen sollte, wie ich mir das so vorstelle für mich. Und ich möchte mich jetzt erstmal bei einer Freundin bedanken. Es gab ja lange Diskussionen, ob ich Teil sein werde bei einem Projekt mit ihr. Und ich habe mich da nie wirklich drin gesehen. Ich hätte da natürlich mitgemacht. Allerdings habe ich dann gesagt, wir machen das anders. Und das Projekt hat sich jetzt so hinausgebeamt, dass sie mich nun mehrfach empfohlen hat, schon vor etlichen Monaten und jetzt wieder. Wir hatten auch schon unser Meeting hier in der Dreibesenbar im Lachs und es geht eben immer um diese Geschichten von diesen toten Wahrsagern und Hellsehern und Propheten und überhaupt. Was ich ja bis heute nicht begreife, wieso halten sich die Leute immer an Aussagen von Verstorbenen und nicht an Aussagen von echten, lebenden Sehern? Natürlich ist die Erklärung klar. Wenn wir uns die Fastfood-Esoterik anschauen, dann wissen wir ganz genau, dass wir sehr viele falsche Propheten haben. So steht es auch in der Stimme Metatrons drin, so hat es auch Jesus prophezeit. Und da ist es schon schwierig. Aber da gibt es auch wirklich immer wieder diesen Satz, auf den ich gerne hinweise. Nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten soll er sie erkennen. Was trifft denn ein von dem, was sie sagen? Was sie zum großen Weltgeschehen sagen? Wenn ich alleine zurückschaue auf 20 Jahre Tahuti-Metatron, wie viele haben behauptet in dieser Zeit, sie hätten Kontakt zu Erzengeln Metatron? Wie viele haben genau das gesagt, was Metatron mir gesagt hat und ich weitergegeben habe? Wie gesagt, ich gebe nicht meins weiter, sondern die Infos, die ich von ihm habe. Oder die Infos, die ich durch meine Karten bekomme, durch meine Orakelgeschichten. Wenn ich mich persönlich äußern würde, würde ich auch ganz anders reden. Aber ich rede nicht persönlich, ich rede das, was mir eingesagt wird. Ja, genau, ich gehe auf Hörensagen. Das ist so ein Thema für sich. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon heute Nacht, das ist eigentlich mein Wochenende, ich lasse über dieses Wochenende, über diese Tage von der Freitagnacht, von der Weißwurstparty beim Stangl, an der ich früher selber immer teilgenommen habe, während ich noch an der Tiroler Aache gewohnt habe, in Grassau, nichts drüber fahren. Deswegen gibt es bei mir an diesem Tag immer Weißwürstel, ob zum Frühstück, weil normalerweise darf die Weißwurst erst 12 Uhr leiten, nicht Herren. Warum die das jetzt auf die Nacht machen, weiß ich nicht. Und da gibt es auch Schuhbeckschmankerl. Und wenn man mich kennt, dann weiß man ja, dass ich das Schuhbeck schon aus Waging kenne, wer so nur sein Lokal in Waging gehabt hat. Und wer ich nur so ein kleiner Stöpsel war. Und dass das Traunsteiner Kennzeichen immer eine Begleitung in meinem Leben war, genauso wie mein Geburtsort, der das Einhorn als Wappen hat, oder meine Geburtsnacht, die Nacht der Hekate, oder den Geburtstag meiner Mutter, der Ranbeltane ist, in der Waldpurgisnacht. So habe ich natürlich schon immer auch Zweifel an meinen Aussagen, an dem, was ich so sehe, was mir Metatron so mitteilt, was ich über die geistige Welt empfangen darf an Informationen. Und seid mir sicher, das könnt ihr mir glauben, ob ihr es wollt oder nicht, aber ich bin nicht immer glücklich über das, was ich so sehe und was ich so höre und was mir manchmal so in den Ohren zugeflüstert wird.
Ich bin manchmal so froh, wenn ich dann einen Kopfhörer finde, dass ich die Musik auftragen kann, dass ich sagen kann, Metatron, bitte halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Ja, und ich kann das verstehen, warum der Alois irgendwann einmal gesagt hat, ich mag nicht mehr. Alleine, was ich erlebt habe, seit ich in der Öffentlichkeit gestanden bin oder stehe oder früher auf den Mittelaltermärkten, wie man oft zu mir gesagt hat, an das glaube ich nicht und das ist ja alles nur Schwurblerei oder Humbug oder als was bin ich noch bezeichnet worden, als Scharlatan. Ich habe, wie ich mich für das Leben entschieden habe, in meinem Inkarnationsvertrag festgelegt, dass ich als spiritueller Botschafter arbeite und das mache ich auch. Und natürlich ist es für mich auch nicht einfach, wenn ich dann meine Visionen habe oder wenn meine Filme ablaufen. Mir ist eigentlich völlig wurscht, ob das wer glaubt oder nicht. Das ist mir eigentlich Bumpel. Wir reden dann, wenn am Schluss unterm Strich die Rechnung kommt, drüber sage ich immer. Fakt ist einfach, dass man die Feste feiern sollte, wie sie fallen. Und für mich ist einfach ein Streifwochenende das Nonplusultra. Danach ist mir es eigentlich wurscht, was den Rest vom Jahr so gibt, weil ich damit einfach aufgewachsen bin. Wie gesagt, ich bin früher, heutzutage gibt es das ja schon gar nicht mehr, heutzutage, vor ein paar Jahren, waren die Weißwurst-Party-Karten verkauft worden sind, waren die innerhalb von 5 Minuten weg. Heutzutage werden sie dann verlost unter den ganzen Interessenten. Wir haben uns früher ins Auto gesetzt, sind an die Rezeption vom Stangelwirt gefahren, haben das Geld auf den Tisch gelegt und haben gesagt, jetzt hätte ich bitte gern meine Karte, um an der Weißwurstparty teilzunehmen. Hauptsächlich hat man Einheimische dort getroffen, die dann gesagt haben, ein Dirndl, was kein gescheites Holz vor der Hütte hat, ist kein Dirndl nicht. Das war lange nicht der Hype, den es heute gibt, um die berühmte Party beim Stangelwirt. Dann gab es die unterschiedlichen Tickets. Das Fußvolk, was ich kann mich noch daran erinnern, wie wir dort waren und Bonnie Tyler auf der Bühne stand, als Hauptact angekündigt. Wie sie gesungen hat. Und wie wir abgefeiert haben, da war das auch noch gar nicht so wirklich auf Tracht umgelegt und wie gesagt, man fuhr am Abend vorher oder 2 Tage vorher noch zur Rezeption und hat die Karte gekauft. Für mich war das damals ein Katzensprung. Ich habe dort einen Großteil meiner besten Freunde kennengelernt. Meine ganzen Schwergewichtsboxer, ob Michael, Richard, Sam, Ruan, Vitali und Wladimir oder James. Na, was soll ich schon sagen über James? Der sitzt da ganz tief da drin. Und durfte dadurch auch teilnehmen an vielen James-Camps. Habe oft darüber gelacht, wenn ich immer gesagt habe, mein James ist der Babysitter der Groupies. 10 Jahre ist es jetzt dann im März her, dass das große, berühmte Camp war, in dem über den Beginn der Maidan-Krise gesprochen wurde, wo ich das erste Mal gesagt habe, Vitali wird nach dem Krieg Präsident werden. Und der vor ihm kommt, ist der berühmte dritte Antichrist, wie ihn Nostradamus bezeichnet hat. Ich kann mich noch gut an den Blick von David erinnern, wie der mich angeguckt hat, als würde ich von einem UFO reden. James stand neben mir.
Ich weiß auch noch, wie 2016 ich draußen saß mit den Jungs und gesagt habe, ich sehe den Kampf mit Tyson Fury nicht. Den Rückkampf wird es nicht geben. Neben mir saß Richard Towers und James. Und Richard hat mich nur angeguckt und ich habe gesagt, wir reden morgen nach dem Sparring. Am nächsten Tag wollten wir ins Sparring gehen. Die Tür ging auf, Wladimir kam durch die Tür rein, guckte uns alle an und sagte, Tyson Fury hat den Kampf gecancelt. Es wird kein Rematch geben. Angeblich ist er verletzt. Ich bin zu Wladimir hin, ich habe zu ihm gesagt, Sweetie, habe ich gesagt, das, was ich die letzten Tage hier gesehen habe an Sparring, war das Beste, was du je geboxt hast. Versprich mir, dass du, wenn du gegen Tyson Fury boxen wirst, dass du genauso in den Ring gehen wirst. Allerdings glaube ich nicht, dass es diesen Rematch überhaupt irgendwann mal geben wird. Tja. 2014 habe ich Vitali David erklärt, dass Vitali noch nicht Präsident werden darf, sondern dass er das erst nach dem Krieg sein wird. Das Gleiche erklärte ich in einem Messenger-Chat Bernd Böhnke, dem Manager der beiden. Ich sagte das zu James. Ich sagte das zu Michael Strott. Ihr hättet die Gesichter sehen sollen von den Jungs, als die Tür aufging und Wladimir sagte, der Kampf gegen Tyson Fury 2016 im Juli wird nicht stattfinden, wie die mich alle angeguckt haben. Weil die hatten ja am Abend vorher noch gedacht, die Alte hat nicht alle. Und James hat gesagt, what, that's Tahuti. When Tahuti say it's no match, it's no match. And it's no rematch. Als Richard Towers guckte mich an und sagte, oh my God, Tahuti, you are so right. What you say now yesterday in the evening? Ich habe mich nur hingehockt, habe zu den Jungs gesagt, treffen wir uns draußen in der Sonne auf dem Café, bevor ich nach Hause fahre. War übrigens das Wochenende, wie in Wörschach die 40-Jahr-Feier war vom Wörschacher Hof. Und wie ich dann auch noch gesagt habe, dass Van der Bellen Präsident werden wird und nicht der Hofer. Auch da hatte ich recht. Hi Schnucki, grüß dich. Gibt's die auch noch Schnuckelmaus? Steht Minga eh noch, aber München wäre eh nicht so tragisch, werden haben sie gesagt, gell? Genau. Minga wäre eh durchgekommen, ist eh kein Drama nicht. Habe ich erst wieder geredet mit wem. Es wird eh ganz lässig laufen, brauchst eh nichts Dinger. Wird ein bisschen rumsen, aber das war's dann schon. Augsburg wird schon sicher da hängen. Genau. So, und ja. Und ich finde das jetzt interessant, dass das jetzt tatsächlich schon 10 Jahre her ist, dass ich mit den Jungs im Klitschko-Trainingscamp gesessen bin, wie die ganze Kacke eigentlich losging an der Krim. Und glaubt mir, die waren nicht begeistert über meine Aussagen. Die haben sich wirklich gedacht, die Alte hat einen an der Klatsche. Mir ist es eigentlich völlig egal. Weil entweder man macht was draus aus dem, was ich sage, oder man lässt es bleiben, hätte ich gesagt, oder? Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo mir das eigentlich wurscht ist. Ich habe meine TV-Karriere gehabt, ich habe nächtelang gesagt, was Sache ist. Ich habe vielen Promis die Karten gelegt. Frauen von Schauspielern, Schauspielern etc. pp. Aber meine Krönung waren schon die Klitschko-Camps, auch meine Aussagen zu den Boxkämpfen. Was ich muss euch mal einen Schmankerl erzählen. Ich habe mal zu James gesagt, ich wette mit dir, dass der, wie hieß er, oh, war ein Franzose. Ich habe zu James gesagt, ich sag dir jetzt schon, ich wette mit dir um eine Unterhose von Wladimir,
mit Unterschrift drauf für Tahuti, dass der noch vor der siebten Runde K.O. geht. James hat mich angeguckt und hat gesagt, die Wette steht. Aber ich sage euch was, auf die Unterhose warte ich heute noch. Ich habe die Wette gewonnen. Ich glaube, es war die fünfte oder siebte Runde, wie der K.O. ging. Irgendwann läutete mal mein Telefon bei Nacht. Ich wollte schlafen und es ging um einen Kampf im Madison Square Garden. Wladimir, gegen wen hat er damals geboxt? Das ist so unwichtig wie nochmal was. Meine einzige Aussage war, dieser Kampf war eine Katastrophe und ich will jetzt schlafen. Wir können gerne morgen reden, wenn er in diesem Zustand gegen Tyson Fury Ende des Jahres boxen wird, wird er diesen Kampf verlieren. Wisst ihr, wer das gesagt hat, dass er gegen Tyson Fury verlieren wird, wenn er so boxen wird wie im Madison Square Garden? Ja. Ihr wisst schon, ich bin Aszendent Waage. Meine Schicksalspartner sind Widdermänner, inklusive meinem Toyboy. Ja? So. Und ich weiß, wenn man einem Widdermann was sagt, was das für ein Ergebnis gibt. So. Gut, wir sitzen immer noch in der Drei-Besen-Bahn und ich stelle gerade fest, ich habe nichts zu trinken. Könnt ihr mal kurz eine Sekunde warten? Ich schenke mal kurz ein Glas Wein ein. Halleluja, meine Knochen. Wer hätte Zeit, mich zu massieren? Moment, bin gleich wieder da. Schon scheiße, wenn man aus der Bar aufstehen muss und rausgehen muss, um sich einen Wein einzuschenken, gell? Aber ich brauche ja nicht hier noch eine neue Flasche aufmachen, wenn schon eine Flasche offen ist. Ja, so. Gut, machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Bei meinen Aussagen zum Klitschko vor 10 Jahren. Das war auch sehr spannend, weil damals war ich ja noch in der Grünau. Gott hab ihn selig, meinen liebsten Schatz, den ich jemals hatte auf Erden, mein Sepp. Ich habe eh da oben in meinem Engelfriedhof was für ihn aufgebaut. Hat die Tiere versorgt, Morpheus hat ihn nach Strich und Faden verarscht, während ich in Going im Champs Camp war. Ich kann mich noch daran erinnern, während ich mit den Jungs dann im Whirlpool lag, nein, im Solebecken. Ja, könnt ihr euch das bildlich mal vorstellen? Tahuti umgeben von Schwergewichtsboxern aus der englischen Fraktion, inklusive einem amerikanischen Trainer, der immer gesagt hat: Oh mein Gott, Tahuti! So, sitze in einem Whirlpool im Solebecken beim Stangelwirt und singe die ganze Zeit, weil da gibt es so komische Düsen und diese Düsen massieren und die sind so geil. Und ich habe dann immer gesagt zu den Jungs, push the button. Kennt ihr den Song? Push the button, let me know again. So, und dann haben wir gesungen. Und wie ich dann rauskam aus dem Solebecken, sprach mich ein Mann an. Entschuldigen Sie, gehören Sie zum Klitschko-Management? Sag ich, nein, ich bin nur Tahuti, ich bin nur eine Hexe. Dann hat der Mann zu mir gesagt, wissen Sie, ist das der Mr. Michael Banks? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist Mr. Michael Sprott, Schwergewichtsboxer aus London. Aber ich bin so ein Fan von den Klitschko-Brüdern und das ist doch Mr. Michael Banks. Dann habe ich gesagt, erstens heißt Banks Jonathan und das ist Michael Sprott. Das ist einer meiner Bodyguards. Und sie sind verkehrt. Anschließend sagte einer der Groupies zu mir: Weißt du, Tahuti, die Leute, die sprechen dich immer an, als wärst du die Chefin des Kaders. Sag ich, nein, ich unterstütze nur den James beim Babysitten der Groupies. So, und damals ging das los. Ihr wisst ja alle, wie das war. Also überall im Camp hingen die Flaggen, während wir in der Tennishalle beim Stangelwirt saßen, die Flaggen der Ukraine. Ich habe meine Gespräche geführt, sowohl mit Sergej,
mit dem ukrainischen K2-Trainer, der unter anderem auch Usyk trainiert, der Wladimir trainiert, der viele andere ukrainische Boxer im K2-Kader trainiert. Und es gab viele Gespräche diesbezüglich. Und ich dachte mir, wir nutzen heute die Nacht der Streif, um uns darüber zu unterhalten. Viele Gespräche diesbezüglich sind gelaufen. Und ich sehe mich heute noch mit dem Campchef, das war David, der Koch aus L.A., aus Los Angeles. Seine Frau Patricia, ein super netter Kerl, wir haben uns gut verstanden. Wie er zu mir gesagt hat, was denkst du, Tahuti? Und ich habe gesagt, naja, also wenn Vitali nochmal boxen wird, dann gegen David Hay. Aber ich glaube nicht, dass er das tun wird und es wäre jetzt nicht der ideale Zeitpunkt. Und damals waren ja die Demonstrationen wegen der Krim, wenn er jetzt Präsident wird. Weil damals war das Ziel von Vitali Klitschko, Präsident zu werden. Und ja, ich habe diese Gespräche geführt. Und James stand daneben und hat immer gesagt, Tahuti Sister, you are so right, my love. Und alle haben mir vertraut. Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit Mr. Michael Banks, der eigentlich Sport heißt. Und auch Sam war damals dabei, ich kann mich noch daran erinnern, wie Wladimir ihm dann beim Sparring die Nase gebrochen hat. Und ich kenne sie alle. Anthony Joshua, Alexander Usyk, Tyson Fury. Also, das ist Fakt. Und ich habe mit allen die gleichen Gespräche geführt, auch mit den ukrainischen Trainern und auch Sergej ist einer meiner Freunde. Und deswegen tut mir das ja so irrsinnig weh, dass leider alles, was ich ihnen vor 10 Jahren gesagt habe im Trainingscamp, eingetroffen ist. Und ich bin froh, dass Vitali noch nicht Präsident ist, aber er wird Präsident werden, wenn der Krieg vorbei ist. Witzigerweise hat ja Dolphy der Zweite, wie ich ihn ja nenne, Nostradamus, würde ihn als den Schreckensfürst bezeichnen, was ja viele Leute sagen, das wäre angeblich Putin, was er nicht ist. Putin ist nicht der Schreckensfürst, den Nostradamus gesehen hat. Er könnte eventuell Heinrich sein. Setzt euch mal damit auseinander. Hi Paul, mein Schatz. Grüß dich. Und ich habe damals gesagt, es wäre nicht okay, wenn Vitali Präsident wird. Er hat dann Gott sei Dank zurückgezogen. Der wollte ja 2014 schon den Präsident-Job in der Ukraine übernehmen. Und ich habe damals schon gesagt, er wird der Präsident der Ukraine werden nach dem Krieg. Als dann die Meldung damals kursierte, Vitali hätte Corona, habe ich Bernd Böhntke angeschrieben und habe gesagt, wie geht's Vitali? Bernd hat dann geschrieben, gut, habe ich gesagt, das ist auch gut so, weil er wird nach dem Krieg Präsident der Ukraine und da war noch kein Krieg in der Ukraine. Oder war er doch schon? Ist der Krieg nicht schon 10 Jahre alt? Habe ich nicht vor 10 Jahren schon gesagt, wie ich das sehe in der Ukraine im Champs Camp Ende März, Anfang April 2014, wie mich dieser Mann angesprochen hat, ob ich zum Management gehöre und ich gesagt habe, nein, tue ich nicht, mir ist warm, sorry, Kinders. Ich kann im Moment nicht trainieren, aber meine Linke sitzt trotzdem noch als Linksausleger. Ich habe ja schließlich die besten Trainer der Welt gehabt. Ja? Sergej, James, Emanuel Stuart, Fritz Dunig. Ich kann nichts dafür, es war so. Und ich habe damals auch gesagt, wir werden uns überraschen lassen. Was ist jetzt der Fall? Zelensky hat bereits gesagt, na, du!
Zaubermeister, du, hier ist deine Lieblingshexe. So, und ich habe damals gesagt, wir reden mal, wenn der Schnulenski weg ist. Also, ich sage es jetzt nochmal ganz klar. Für mich ist der dritte Antichrist, den der Nostradamus immer gesagt hat, wobei viele sagen, das wäre dann beim Armageddon, da sind wir alle schon längst weg, weil wir haben alle eins gemeinsam in 100 Jahren. In 100 Jahren sind wir alle tot, wie wir hier jetzt sitzen. Das ist so. Und da sitzen wir alle schon auf Wolke 7, vielleicht im Sebulmakon bei Metatron mit am Tisch oder in Asgard oder in Hell oder in den Hallen von Amenti oder what else, was auch immer ihr glaubt, wo ihr sitzen werdet. Und Fakt ist, dass ich gesagt habe, wenn einer der dritte Antichrist ist, von dem immer alle gesprochen haben, wenn wir zu Nostradamus gehen und wenn wir zu, wie sage ich immer, Heinrich gehen, den Nostradamus ja gesagt hat, habe ich so meine Theorien. Ich weiß, Monika, wenn das Video guckt und ich erwähne schon alleine den Namen Sebastian Kurz wieder, sitzt die daheim mit der Voodoo-Puppe, die sie von mir hier mitgenommen hat und sagt, da holt ihr Sebastian Kurz, never ever. Also, laut meinen Vorhersagen, laut meinen Visionen oder was auch immer, wisst ihr, dass ich gesagt habe, 2017 Sebastian Kurz wird Kanzler. Als dann das mit dem Ibiza-Skandal war und die ganze Schäße aufgeflogen ist, habe ich gesagt, ihr braucht euch gar nicht aufregen, Sebastian Kurz kommt zurück. Habe ich recht gehabt? Nicht ich habe recht, Metatron, ich weiß, du hast recht, mein Schatz. Ich liebe dich auch. So. Dann ging es weiter. Was war noch der Fall? Ich habe dann gesagt, Sebastian Kurz kommt zurück. So. Als dann die ganze Schäße ihnen um die Ohren geflogen ist und Sebastian zurückgetreten ist, war mein erster Satz, nun geh zu Putin und Donald Trump und lerne, wie man ein Land regiert. Bevor du dann als Kaiser Österreichs über uns regieren wirst. Ich kann es nicht ändern. Nach Kurz ist vor Kurz. Ich weiß, Monika wird jetzt daheim sitzen mit der Voodoo-Puppe, die Brigitte für sie gemacht hat. Für mich gemacht hat, die sie von mir mitgenommen hat. Zatahuti! So. Den Kurz, den brauchen wir nicht mehr. Na, auch nicht danach, auch nicht als Kaiser über Österreich. Aber wie gesagt, das sind meine Visionen, meine Vorherschauungen. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird. Wir lassen uns überraschen. Ich weiß nur das, was eingetroffen ist, was ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass Wladimir Klitschko nach dem Kampf im Madison Square Garden, und da gibt's, ich sag's euch, da gibt's Chats mit James. I give him my advice, but he didn't listen. No, James, he is a winner man. He wants to listen what we say. Dass er gegen Tyson Fury verlieren wird. Die Reaktion in der Nacht, als er verloren hat. Die ganze Boxerszene. FaceTime ist übergelaufen bei mir. Alle haben versucht, mich vom Ring aus anzurufen und ich war im Bett gelegen und habe geschlafen, weil ich hatte am nächsten Tag Schattenseminar um 10 Uhr in der Früh. Was hat mich der Kampf am Madison Square Garden interessiert? Als es dann soweit war, kam die erste Nachricht aus London. Oh, what a factor, Hootie, you are so right. He's losing against Tyson Fury. Ich habe gewusst, dass beide Brüder in den Krieg ziehen werden. Ich habe gesagt, Vitali, bitte erst Präsident werden, wenn die Schäße vorbei ist. Und es läuft noch.
So, aber jetzt haben wir über die Vergangenheit geredet, über das, was ich gesehen habe, was eventuell irgendwann mal, keine Ahnung wann, eintreffen wird. Wir haben auch darüber gesprochen, was verstorbene Propheten gesehen haben. Warum hängen die Leute eigentlich immer bei Aussagen von Verstorbenen? Baba Yaga, Alois Irrmeier, Nostradamus. Warum hören die nicht auf die wirklichen Seher der neuen Zeit? Nun, die neue Zeit. Wenn ich den Spruch von den Esoterikern schon höre, kriege ich ein Lachkommando. Ich bin als Kind schon da gestanden, habe zur Nachbarin gesagt, ach, kriegen wir ein Baby? Die hat mich angeguckt. Ich habe zum Chef von meinem Ehemann gesagt, ui, kommt ein zweites Kind? Schreit er seiner Frau entgegen, Sabine, bist du schwanger? 3 Tage später kommt er in die Arbeit und sagt, hey Franzl, sagst du der Mare daheim, meine Frau ist schwanger, kriegt ein zweites Kind. Ich bin in Schwabmünchen im Hausflur meiner Nachbarin entgegengelaufen. Die kam gerade mit dem Wäschekorb von der Waschmaschine, vom Waschkeller hoch. Sag ich, ach, sind wir schwanger? Leute, wenn ihr jemanden verarschen wollt, dann bitte nicht mich. Ja, so. Und ich kann nichts dafür. Ich wäre manchmal froh, ich wäre nicht Tahuti und ich würde auch nicht mit Metatron quatschen, ganz ehrlich. Vielleicht wäre ich auch gern Verkäuferin beim Penny oder bei Billa oder sonst irgendwo. Ich meine, ich habe das ja mal gelernt, ne, vor langer Zeit. Und nicht Verkäuferin fürs Esoterikfernsehen, was ich auch schon war. Was, dass du den Leuten gesagt hast, dass sie schwanger sind, obwohl die das noch gar nicht wussten. Ich kann das. Und die Gesichter, Paul, ich kann das auch. Wie die mich dann angucken. Und die Ehemänner haben es noch gar nicht gewusst und die Frauen wussten es schon. Meiner Nachbarin damals in Schwabmünchen ist fast der Wäschekorb runtergefallen, hat gesagt, das weiß nur mein Mann. Woher weißt du das? Und sagt, das sieht man dir doch an. Bist du schwanger? Ich habe in Öplan und Baby vorhergesagt. Das ist 1:1 genauso gekommen, wie ich gesagt habe. Die Urli-Oma von dem Baby sagt, aber was haben wir dich denn, Frau Tahuti? Na, so. Schön mit euch ein Glas Wein zu trinken, freut mich. So, wo warst du, war aber stehen geblieben? Ja, genau, bei den toten Propheten. Das ist immer so. Wenn die tot sind, sind sie erst interessant. Vielleicht werden meine Vorhersagen auch erst interessant, wenn ich tot bin. Aber ich kann euch beruhigen. Laut der Auskunft Metatrons werde ich 94 Jahre alt. Okay. Na, Pendeln, das weiß der, was ich vom Pendel halte. Ich, witzigerweise habe ich meins heute umhängen. Warte mal. Wie war das mit Pendeln? So, schauen wir mal, was mein Pendel sagt. Mein Pendel besteht aus Teilen aus Ägypten. Der Pendelursprung, seht ihr das? Den hat Hamada für mich gemacht, der seinen Shop in Luxor hat. Und das sind hier ägyptische Geldmünzen. Du, manchmal denke ich mir, warum lässt er mich bitte nicht vorher einschlafen? Und ich habe heute Abend gesagt, wie wir hier beim Essen waren, mir ist es eigentlich völlig wurscht, ob ich die Chaise überlebe. Am besten dann uns alle auf einen Schlag, inklusive meinem langjährigen Übrigens, wir haben am 25. Mai eine fette Party. Ich habe noch Böller. Moses hat seinen 20. Den werden wir dann aus dem Schlaf schießen, wie sich das gehört. Haben wir heute schon beschlossen. So, gut, also. Wenn wir das jetzt als Pendel nehmen, weil du sagst mit Pendeln, gut. Schaut mal, wie Pendeln funktioniert. Wenn ich jetzt will, dass das Pendel ja sagt, sagt das Pendel ja. Pendel sagt ja. Stopp.
Händel sagt nein. Händel, stopp. Habt ihr was gesehen? Das Pendel macht, was ich ihm sage. Das heißt, die Antwort kommt von mir, nicht vom Pendel. So viel zum Pendel, Paul. Auch von deiner Oma. Schnuckiputzi. So, also, nochmal zu den Toten Vorhersagen. Die werden analysiert, was der Alois Irlmeier analysiert wird. Ich war vor zig Jahren mal in so einem Forum hier bei Facebook über Alois Irlmeier. Jetzt ist noch keiner, ich sag's euch. Was da alles Spekulatius gab, also wenn ich das ganze Jahr über so viel Spekulatius essen müsste, ich glaube, ich habe da noch einen drin, nee, der ist schon alle, würde ich nicht mehr fertig werden. Ich lasse meinen Spekulatius von meiner Brigitte backen. Die macht die richtig gut, vor allen Dingen, wenn sie meine Ausstecher hat. Die Keksdose ist eh leer. Alle Weihnachtskeks sind aufgegessen. So, also, gehen wir nochmal zurück. Reden wir nochmal drüber. Ich habe vor 10 Jahren gesagt, Ende März, Anfang April, Wladimir wird den und den Boxkampf in der und der Runde gewinnen. Vitali erstmal Präsident. Nix da. Bürgermeister reicht schon. Präsident wird er dann nach dem Krieg. So, heuer im Februar ist der Krieg 2 Jahre. Nicht nur ich, auch der Bauer von Selb haben Eingebungen, dass der Krieg irgendwann im Jahre XY in der Ukraine April, Mai zur Ruhe kommt. Wie gesagt, es gibt kein Datum. Wenn die Leute immer zu mir sagen, Tamuti, wie lange läuft denn das jetzt? Was hast, wann wird denn das sein? Na, dann, wenn du nicht mehr damit rechnest. Heute kamen die nächsten Nachrichten. Was ist passiert? Der nächste Angriff. Wer hat wen angegriffen? Wo ist der neue Kriegsherd im Nahostkonflikt ausgebrochen? Iran, Irak? Was war das? Palästina? Was war das? Ich habe nicht wirklich aufgepasst, weil ich bin ja immer im Streifwochenende. So. Es werden noch mehr Kriegsherde kommen. Es fehlt noch. Was fehlt noch? Wenn wir jetzt auf die Toten vorher, auf die Totenpropheten gehen, auf Irlmeier, Nostradamus, bla 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 bla, Baba Yaga, keine Ahnung, auf was die Leute, ja, danke, Irak, genau. Irak, Palästina, richtig. So, die Frage ist ja letztendlich, die wir haben, wenn wir jetzt mal die Toten vorher die Toten sehen. Nostradamus hat nicht gesagt, wer die 4 Hochgestellten sind. Wer hat das gesagt? Genau, ich kenne da eine. So. Wer hat gesagt, wann die Russen in der Ukraine einmarschieren an Silvester 21, 22? Ne? Nostradamus, der Irlmeier? Nee. Wer war das? Ich kenne da eine. Wer hat gesagt, wann Corona kommt, die gelbe Invasion 1.0? Ich kenne da eine. Ne? Mit der Saturn. Pluto-Konjektion. Und was habe ich damals gesagt? In meiner Blödheit, bitte Leute, denkt auch an Klopapier. Ich bin schuld an der Hamster-Geschichte mit dem Klopapier. So. Wer hat gesagt, wann das Hochwasser in Ebensee ist? Auf den Tag genau. Und jetzt kommt die Frage, Tahuti, wann kommt er denn jetzt, der dritte WK? Ja, das weiß ich nicht. Bisher habe ich noch nicht die Info, dass es ist. Die Tendenzen, ja, okay, die passen mit dem Pluto-Wechsel, könnt ihr Paul fragen, das ist der Star-Astrologe. Oder die Katja oder die Manuela oder die Andrea. Ich bin ja kein Astrologe, ich bin ja eine Hexe. Ich kann ja nur Pumuckl-Astrologischen. Ducken, ducken, ducken.
Ich weiß nur, was der Pluto ist, ich weiß nur, was der Wassermann ist. Jetzt wechselt der Wassermann, wechselt die Sonne sowieso vom Steinbock in den Wassermann. Dann wechselt dazu noch der Pluto in den Wassermann. Wann, Paul? Am 24. Wenn ich in Schladming bin. Du bist doch der Chef in dem Gebiet. Und dann geht es eigentlich richtig los. Also, ich habe neulich, witzigerweise, ich gucke ja kein Fernsehen, das wisst ihr ja, ich streame ja nur Filme, am 24. genau. Also haben wir Sonne, Wassermann und Pluto im Wassermann. Wieder der Wechsel. So, Wassermann steht ja für Freiheit und für Freaks. Das heißt, jetzt werden noch mehr Freaks kommen. Bin ich froh, dann bin ich nicht mehr so alleine auf dieser Welt als Freak unterwegs. dann haben wir, was haben wir dann noch? Wir haben dann, ja stimmt, ja, du bist ja ein Wassermann, richtig. Du weißt ja, gratulieren vorher gilt nicht, ne? Das machen wir dann, wenn es soweit ist, schnuckiluki. So, also, dann haben wir absolut Wassermann-Time. Und die Freaks sind Wassermänner. Soll ich euch was sagen? Meine schwarze Göttin, die Lilith, habe ich wo? Im Wassermann. Jawohl, ja. Das wird jetzt mit Sicherheit ein Knall-auf-Fall-Erlebnis werden, so wie damals bei meiner Hekate-Geburt und meiner Beltane-Mutter, der heiligen Maria von Dillingen an der Donau. Ja. Schon spannend, wenn man sich so mit seinen Ahnen auseinandersetzt. Das habe ich immer weggeschoben, immer weit weggeschoben. Und wenn man dann auch noch eine Tante hatte, die Tante Moni, die bei Mengele im Haushalt gearbeitet hat, kann man sowieso 5 Kreuzer machen. Und dann noch den berühmtesten Priester aller Zeiten als Cousin, der sich mit den Stigmatas der Resel von Konnersreuth auseinandergesetzt hat, na bitte, Gorschi, was will man dann noch Tahuti heißen, also bitte. Ja, so. Dann hat die auch noch Kontakt zu diesen Leuten, denen sie gesagt hat, du wirst da und da Präsident und du wirst da nicht Präsident und du wirst mit deiner beim Fahrrad fahren. Ja, Lilith im Wassermann, ich sag dir. Schnucki, ich bin im 59. Lebensjahr. Und laut der Zengel werde ich 94. Also bitte, Gorschi, was willst du noch? Ja? Und ich habe mir heute so gedacht, wie ich so den Abend vorbereitet habe. Meine Streifparty, meine Cocktailparty, wobei ich jetzt beim Wein bleibe. Na? Was will man mehr? Aber das Wichtige ist für mich halt einfach auch so, dass ich jetzt so die 10 Jahre mal so Revue passieren lasse, wie das ganze Maidan in der Krim losging. Es ist natürlich schon schwierig, wenn man, ihr wisst ja, Wolfgang, ne? Bova, Waldemar, ne? Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Verdammt nochmal, aber ich liebe ihn. Ne? Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. So. Und wenn man dann so seine Connections hat und man einem Widdermann namens Waldemar gegenübersteht und dann gleichzeitig noch weiß, dass es noch einen zweiten Waldemar gibt, der in der Ramsau eine Liegschaft hat. Weißt du, Tahuti, der wird sich nicht mehr nach Österreich trauen, haben sie zu mir gesagt. Weil wenn der nach Österreich kommt, klicken ja die Handschellen, weil gegen den läuft ja angeblich ein Haftbefehl. Und ich habe gesagt, Leute, glaubt ihr wirklich, dass ihr einen ehemaligen KGBler, wenn der hier einfliegt, zu mir nichts, dir nichts festnehmen könnt? Glaubt ihr, dass die in der Ramsau nicht hinter dem steht? Jetzt sitzt man da so als Hexe zwischen zwei Ws. Waldemar hier, Waldemar da. Wladimir Wladimirovich hier, Wladimir Wladimirovich da. Glaubt ihr mir, dass man dann keinen Bock hat,
Jetzt kommt auch noch die Waltraud dazu. Wenn ich von der Wladimir und Waldemar und so weiter spreche, kommt Frau Waltraud noch dazu. So. Also, hallo Waltraud. Von dir haben wir heute schon gesprochen. Ja, also, die wollen doch tatsächlich mir verklickern in Österreich, dass sie, wenn Wladimir Putin hier reinfliegt, um seinen Bunker in der Ramsau zu besuchen, dass sie ihn festnehmen wollen, dass er keine Chance hat, nach Österreich zu kommen. Ich sage ja grundsätzlich nichts ohne meinen Anwalt. So, ich habe noch gar nicht geguckt. Wer sind denn heute so die Gäste in Going? Ist da andere Wladimir Wladimirovich dabei? Weil man weiß ja nicht so genau. Weißt du, Kollege, musst du sprechen Russisch mit mir. Ja, dann geht das schon über. Ja, Anastrovje, Schnuckilein. Ich habe ja gut gegessen. Ich habe ja auch schließlich gut gekocht. So. Also bleiben wir noch mal beim Thema. Ich habe euch neulich in dem Video darüber aufgeklärt, wer die vier Hochgestellten sind. Witzigerweise wurde das Video zensiert von der Mafia in der Wüste in irgendwo Amerika. Musst du gucken, Kollege. Aber darfst du nicht sprechen Russisch, darfst du nicht sagen, Nastrovje. Aber Ukraine sprechen auch Russisch. Don Kosakenchor kommen aus Ukraine, singen Russisch, Volkslied singen. Ja, Abendglocken läuten. Ist so, weißt du? Genau. Aber ich kann nichts dafür. Langsam aber sicher treffen Prognosen von die kleine Hexe im Taxihof ein, Schritt für Schritt. Nicht nur, dass Tyson Fury Kampf cancelt, Van der Bellen paar Tage später wird Bundespräsident von Österreich in das gleiche Jahr, dass Sebastian Kern kommt, Sebastian Kurz, nichts Christian Kern, Frau Glaser, haben Sie zu viel getrunken, Weißwein? So, dass Sebastian Kurz kommt zurück bei Neuwahl, das sagt dann, wisst ihr was, Österreicher, habe ich keine Lust mehr auf euch, fahre ich lieber in nach gut Amerika, lerne ich von Donald Trumpestilzchen und von Wladimir Putin, wie man lenkt ein Volk. So, lasst uns mal zurückgehen zu Heinrich. Lasst uns noch mal ernst bei die Butterfische machen. Butter bei die Fische machen. Wenn wir noch mal zu Nostradamus gehen und wenn ich so meine Gespräche führe mit meinem himmlischen Schatz hier, da haben wir jetzt geklärt, wer ist der Schreckensfürst, den Nostradamus gesehen hat. Wer ist der Schreckensfürst? Was haben wir gesagt? Schnusseladeludeladelensky. Ja? So, was habe ich gesagt? Gab schon zwei Antichristen, einmal Dolphi, einmal, und jetzt kommen wir zum Pluto im Wassermann. Pluto wurde ja erst im Jahre, was sagt der Astrologe, wann wurde der entdeckt? So, was sagen wir, wenn wir zurückgehen vor der Pluto-Entdeckung? Wenn wir den gregorianischen Kalender nehmen, hat Pluto im Wassermann gestanden während der Französischen Revolution? Frage an meine Astrologen. Ich sage ja. Hat Pluto im Wassermann gestanden, während Napoleon seinen Kreuzzug gegen wen geführt hat und im Winter in Moskau ausgehungert ist durch einen berühmten General, wo er dann letztendlich auf Elba gelandet ist, wo er geflüchtet ist. Ich werde mir die Tage den Film angucken, weil der ist jetzt bei Apple TV freigeschaltet. Mhm, genau. Kann das möglich sein, Paul, dass wir Pluto im Wassermann hatten zum Zeitraum der Französischen Revolution?
dann würde das bedeuten, dass wir, wenn wir die Karma-Linie im Karma-Jahr, im Perchen-Jahr jetzt uns angucken, genau das Gleiche passiert. Die Moslems, die Asylleute, gehen auf die Straße und protestieren gegen die AfD, gegen die Adolf-Partei. Und der Halbmond wird herrschen über den Norden Deutschlands. So, gehen wir weiter. Wir sind immer noch bei Pluto im Wassermann. Das sind jetzt nur einfach mal so meine Visionen. Ja, geht schon. Aber nur so weit. Weiter komme ich nicht hoch, weil dann singe ich Halleluja. So. Hat Pluto im Wassermann Napoleon hervorgebracht. Apropos Napoleon und Josephine. Wer ist die berühmteste Wahrsagerin der Welt und wem hat sie die Karten gelegt? Madame Lenormand. So, wenn wir uns also das Thema jetzt angucken. Schön mit euch gemeinsam hier zu sitzen. Hi Schnuckis. Ja. Lasst uns weiter hineintauchen in diese Welt. In diesen Pluto-Wassermann-Verlauf. Alles ruft Friede, Shalom. Geht es über Nacht los. Und während der Bauer beim Stammtisch im Lokal sitzt, schaut der Gelbjankerl zum Fenster rein. Vor ein paar Tagen hat einer in einer Rottenmann-Gruppe Fotos vom Einmarsch der Russen in Rottenmann gezeigt. Im Sommer hat mich mein Lieblingsbauer in Rottenmann darüber aufgeklärt, dass die Russen in Rottenmann angekommen sind damals. Es gab auch Fotos von den Engländern in Rottenmann. Und ich habe ja zur Metatron schon gesagt, sind wir da nicht ein bisschen gefährlich, da wo wir stehen? Ich weiß nicht so genau, da die Autobahn, da die Schienen, Gleis 9, 3 Viertel. Und was sagt der Kasper zu mir? Sorge dich nicht, liebes Kind, denn für dich ist gesorgt. Nun gut. Jetzt habe ich da meine zwei Wobas, meine zwei Wladimirs sitzen, beide auf unterschiedlichen Fronten und ich in der Mitte. Meint ihr, das ist easy? Also ich halte mich da dann eher an die Aussagen des Erzengels, ziehe mich dann zurück. Und was ich immer mache, ich sitze das Thema dann aus, weil ich habe Aszendent Waage und meine Schicksalspartner sind Waagemänner und Widdermänner. So, der eine ist Waagemann mit Aszendent Skorpion und der andere ist Widdermann mit was hat er? Venus im Wassermann. So. Und ich, die Lille, den Wassermann. Ja, das wird ein heißes Ding werden. Ich habe ja noch einen Schluck hier. So. Also. Das sind jetzt mal so Fantasien, Vorstellungen meiner Visionen, meiner Gedanken der letzten Wochen. Ich möchte natürlich auch in 10 Jahren noch hier mit euch sitzen und mir denken, Alhamdulillah, Gott sei Dank ist die Chance an uns vorübergegangen. Vielleicht kommt es ja gar nicht so. Aber ich weiß eins. Einer dieser beiden Wladimirs wird danach für mich Wasser holen gehen. Ja, das ist so. Wenn ich auf dem Hügel sitze, in einer grünen Khaki-Hose, heute habe ich eine schwarze an, und wird meilenweit zu Fuß für mich gehen, um Wasser für mich zu holen von einer Quelle.
Wobei das gar nicht so weit ist, weil wenn ich in Rottenmann da stehen bleibe, wo ich stehe, ist die Quelle eh nicht weit. Gell? Und Sebastian Kurz wird Kaiser von Österreich. Mein Kreuzritteradel von der Burg Dress wird Kaiser von Deutschland. Den ungarischen König, der gekrönt wird, weiß ich noch nicht. Aber angeblich, Fakt ist, dass Franziskus... So, gehen wir nochmal zurück zum schwarzen Papst, der zurückgetreten ist. Alle haben diskutiert darüber, wer ist der schwarze Papst. Wer hat nachgewiesen, wer der schwarze Papst ist? Wer hat gesagt, der schwarze Papst ist Kardinal Josef Ratzinger? Mein Benedikt der 16. Wer hat das in der Stimme Metatrons geschrieben, dass er der Papst sein wird, der aus dem Vatikan flüchten wird, der Erste? Wer hat gesagt, er ist der schwarze Papst? Woran hat man das erkannt? Am Papstsiegel. Was war im Papstsiegel drin? Der schwarze Mohr von Freising. So viel zu den Aussagen von verstorbenen Propheten und den nicht deutbaren Suren. So. Wer hat das geschrieben in einem Buch namens Die Stimme Metatrons? Prost, ihr Schatzis. Lasst uns aufs Hahnenkamm-Wochenende und auf die Night Race in Schladming einen heben. Ich hab euch lieb. Ihr merkt, ich habe keinen Fetzen. Ich habe nicht Verlust der deutschen Muttersprache. Ich habe gut gegessen. Ich habe ja schließlich 4 Hauben Küche gekocht. So, gehen wir weiter. Schauen wir uns nochmal an, die Vorhersagen der Verstorbenen. Ständig lese ich irgendwo, hat der Nostradamus für das Jahr bla bla bla, den bla 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 vorhergesagt. Hat der Alois Irlmeier für das Jahr bla bla bla, den bla 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 vorhergesagt. 2015 bei meinem 50er bin ich mit Freunden und meinem Schnucki, der da oben schon steht, in meinem Engelfriedhof, in der Drei-Besen-Bar gehockt in Wörschach. Da war die noch ein bisschen größer wie hier jetzt. So. Aber nicht so schnuckelig, sagen meine Gäste. So, und wir sprachen auch darüber, über diese Vorhersagen. Eine Freundin noch aus Pettenbach, die auch mit der steirischen Spuinko etc. pp. Wir haben uns darüber unterhalten. Ging es 2015 schon los, weil ja damals auch die Krise war, nach der Krim, mit den ganzen Flüchtlingen, durch Assad, durch die Russen, durch die USA, durch Syrien und so weiter, sprachen wir. Und ich habe gesagt, wochalachamin, alhamdulillah, das ist noch nicht der Beginn und das ist noch nicht die Flüchtlingswelle, von der gesprochen wurde. Merkt euch das. Ich habe das damals alles beobachtet. Ich habe auch gesagt, diese Leute sind noch nicht gefährlich. Das sind Leute, die einfach Schutz suchen vom Krieg etc. Oh, was ist man auf mich eingestürzt? Tahuti, warum lebst du hier? Na, weil das einer der sichersten Orte im ist. So, wie kannst du sowas sagen? Na, ich kann. So. Ich bin eine Hexe. Ich stehe im Moment zwischen den Fronten. Das wünsche ich keinem. Ich habe wo war hier, wo war da. Ich weiß, wie es weitergehen wird. Keiner der Wovas hört wirklich auf irgendwas, was man ihm sagt. Ist auch logisch. Aber es ist auch bei jedem Wova nachvollziehbar, wieso, weshalb er wie, was und wann was macht und denkt. Na, logisch. Weil wie würden wir handeln in dieser Situation?
So, was sehe ich jetzt für heuer? Gut, wir haben den Pluto-Wechsel am 24. Danke für die Bestätigung an unseren Herrn Star-Astrologen Paul Pawlowski, dass der Pluto dann das erste Mal in den Wassermann geht, bevor er ja dann wieder zurück in den Steinbock geht. Und der Pluto im Steinbock ist ja dann mal gefährlich. So, wir haben dieses Jahr das erste Mal die eigentliche Tendenz, dass all diese Szenarien, die Baba Yaga, die Nostradamus und die Irrmeier vorhergesehen haben, inklusive mir und meiner Freundin Sylvia und noch diversen anderen Sehern, eintreffen könnten. So, aber, sagt der Narzisst, sagt der Huti auch, aber, das wäre doch alles viel zu einfach. So, Paul, Aufgabe. Jetzt kannst du drüber nachdenken. Ich sage, wenn der Knall kommt, nicht 24, sondern im Jahr des Eremiten 25. Sei ein Licht in der Finsternis. Denn das ist viel zu einfach jetzt. Und da wir ja wissen, dass es uns die Sterne nie einfach machen, kann die Rechnung nicht wirklich für 24 aufgehen. Mir wird ja normalerweise vor solchen Ereignissen immer richtig übel und richtig schlecht. Ich sitze dann stundenlang über der Schüssel. Ich hatte das, wie ich mit der Isabel auf Teneriffa über die Insel gefahren bin, an bestimmten Stellen habe ich gesagt, irgendwas ist da passiert, es sind ganz viele Leute verschüttet worden. Ich hätte fast einen Kübel voll speien können. Das gleiche hatte ich in Trieben für die Einheimischen hier, wie wir den Tauern hochgefahren sind, habe ich gesagt, ja, das Name wird so schlecht. Ja, das ist so ein Thema mit der Wahl in der USA. Das ist auch sowas, mit was ich mich befasse. Hat er die Möglichkeit, jetzt als Nicht-Präsident den Knopf zu drücken, oder muss er die Wahl nochmal gewinnen, damit er den Knopf drücken kann, bevor er ja der vierte Hochgestellte am Ende der Kette ist? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Er ist nicht der Messias, das wissen wir, aber er ist der vierte Hochgestellte. Wir wissen ja, wer einmarschieren wird. Spannend war ja, die Russen haben uns immer geholfen. Das wird ja komplett ausgeblendet, weil der Heilige ist ja die NATO. So, also. Wenn uns der Russe ja jetzt wieder hilft, halten ihn ja alle für den Angriffskorridor. Er kann auch. Ja, das ist ja das, was ich sage. Der hat irgendwo seinen Koffer deponiert. Das ist auch das, was die Sylvia sieht, wenn ich mit ihr rede. Die Sylvia ist ja für mich die Reinkarnation vom Alois Irrmeier. Dabei bleibe ich auch. Das könnte schon hinkommen. So. Trampelstilzchen wird auf alle Fälle versuchen, wenn Amerika direkt angegriffen wird, den Nuklearkrieg zu starten. Gut, dass du das sagst, das wusste ich zum Beispiel nicht, weil der geht mir schon auf den Zünder. Ich fand ja wirklich, wie der Präsident geworden ist, alleine schon den Auftritt der Lady Gaga fand ich ja mega. Ich habe den ja damals zusammen mit meinem guten Freund, dem verstorbenen Richter, aus Köln angeguckt, aber wie der dann sofort seine Truppen im Schwarzmeer aufgefahren hat, habe ich gesagt, jawohl, das ist der Präsident, der über die... Sondern gab es ja noch die Rede in den Vorhersagen,
war das beim Nostradamus von dem schwarzen Präsidenten, der über Leichen geht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie die alle gejubelt haben, juhu, ein schwarzer Präsident. Der Trump ist ein guter Freund von Putin. Wenn also Trump mit Putin gewinnt, könnte das Ganze abgewehrt werden. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass die Chaise nicht zum Kacken kommt. So, lass uns weiterreden. Wenn wir also jetzt hergehen und uns das ganze Thema angucken, vielleicht haben ja die Esoteriker recht und er ist wirklich die Wiedergeburt des Messias. Wer weiß das schon? Wir werden die Zeichen am Himmel deuten, ne? Die dann kommen werden. Es gibt keinen Polsprung. Das wird, wenn dann, die dreitägige Finsternis wird nicht durch einen Polsprung hervorgerufen werden, sondern durch einen Asteroiden. Aber zur dreitägigen Finsternis werde ich mich dann noch separat äußern. Ich durfte ja schon mehrfach die dreitägige Finsternis ansatzweise erleben. Das erste Mal beim Hochwasser in Ebensee. Während ich, so deppert wie ich bin, The Flood als Titelsong auf dem Handy hatte, als Klingelton und das Buch gelesen habe von Wolfgang Holbein, Die Flut. Ich habe mein Auto noch rechtzeitig weggefahren, bevor dann der Keller vollgelaufen ist. Ich darf ja wirklich keinem erzählen, aber meine Ebenseher kennen die Story eh. Ist mein Auto bei der Jugendherberge in Rindbach gestanden und Scully war komplett unter Wasser, deswegen musste den Sommer hergerichtet werden. So, also, und da habe ich schon gesagt, das war so mein 2012, das Hochwasser in Ebensee in Rindbach in der Strandbadstraße. Das war mein Erlebnis für wie schaut dann die dreitägige Finsternis für mich und die Tiere aus. Ich sehe mich heute noch mit meiner Laterne durchs Haus laufen, in der Strandbadstraße und singen. Ich gehe mit meiner Laterne, während die Feuerwehr draußen vorbeigefahren ist und gesagt hat, Hexe, brauchst du was? Habe ich gesagt, nö, ich habe alles im Haus. warte, Schatz, ich lese mal kurz, mit Brille aufsetzen. Was ist die UCC? Okay. Okay. Jiddisch! Willst du Jiddisch babbeln mit mir? Das können wir auch, gell? Das habe ich vom Papa gelernt, Jiddisch. Willst du Jiddisch bibra? Willst du bibra mit mir? Jiddisch bibra? Ja, das kann ich. Ich kann Jiddisch bibra. Das hat mir der Roland noch beigebracht, mein Vater. Da hat sogar mein Ex der Armin geguckt. Was, dass ich jede Spiebre kann? Ja. Ja. Jede Spiebre. Na, der Papa hat mir das beigebracht. Ja. Da hat der Armin, mein Ex, gesagt, der Europameister im Bodybuilding, hat er gesagt, kannst du biblisch, wie Tahuti, du kannst jiddisch bibra. Na sicher doch. Das hat mir der Papa als Kind schon beigebracht, jiddisch bibra. So, also. Bleiben wir mal beim Thema. So, lass uns nochmal in diese Pluto-Konstellation reingehen. Ich möchte die nächsten 10 Jahre noch weiterhin Streifpartys machen. Ich will auch mal wieder zum Stangelwirt. Ich weiß, dass meine Schnuffelhasen heute Nacht da abfeiern. Auch unser, ne? Very, very good for Hollywood ist wieder mal. Der hatte Probleme am Zoll, weil er eine 50.000 Euro Uhr unverzollt einfliegen wollte. Typisch Arnold, typisch Steiermark. So, lass uns noch mal reden, Paul.
Also die einzige Gefahr, die ich sehe, wäre wirklich Juni, Juli, August, wenn der Steinbock wieder zurück ist, der Pluto wieder zurück ist im Steinbock, Return to Sender, dann könnte diese Prognose hinhauen. Für heuer. Ich glaube aber, dass es wirklich was dran ist an diesem Satz mit alles ruft Friede, Shalom. Das betrifft Gaza, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass Amerika von den Russen und den Chinesen angegriffen wird. Das ist eine ganz andere Pipeline, die da losschießen wird. Wer hat heute Palästina angegriffen? Also, eins ist sicher. Der Süleyman ist für den gelben Strich verantwortlich. Denn seine Tochter hat das gelbe Pulver, was den gelben Strich hervorrufen wird. Bei der dreitägigen Finsternis wird all das, was um den gelben Strich herum liegt, vernichtet werden. Kann man bei der dreitägigen Finsternis aus dem Haus gehen? Ich sage ja. Wenn der Hund Gassi gehen muss, ja. Wenn man nicht im Gefahrengebiet des gelben Striches sitzt. Den Staub, der darunter kommen wird bei der dreitägigen Finsternis, betrifft nur diejenigen, die in der Nähe dieses Gebiets leben. So, der gelbe Strich ist irgendwie 80 Kilometer breit und 80 Kilometer tief und geht hoch bis zur Nordsee. Der betrifft unter anderem Ungarn und die Tschechei und eben auch manche Gegenden um Linz herum, um diesen Pol der Donauseite. So, wenn ich mir das angucke, was von den Verstorbenen übermittelt worden ist. So. Nicht nur Alois Irrmeier hat den Krieg gesehen, sondern auch Nostradamus. Aber sie haben, wie gesagt, alle kein Datum genannt. Wenn ich mir das angucke, wenn ich mich in Trance versetze, wenn ich mit Metatron direkt kommuniziere, kriege ich Bilder rein, die dem entsprechen. Die betreffen aber weder das Ennstal ZB, unter anderem auch da, wo du jetzt bist, noch diverse andere Orte. Nicht alles, was auf den Karten eingezeichnet worden ist mit Grün, ist alleine grün. Es gibt auch noch andere Orte, die sicher sind, vereinzelte Orte. Wenn wir einfach mal an die Marienkirche in Altötting denken, ich kann mich da noch dran erinnern, wie der Raphael zu mir gesagt hat, wie das im Zweiten Weltkrieg war, als wir Gespräche drüber geführt haben. Hat er mir eben das erzählt, mit dieser, auch in Kaufbeuern gibt es so eine ähnliche Kirche und so weiter und so weiter. Es gibt also mehrere Orte, die dann sicher sein werden, auch wenn die mitten im Kriegsgebiet sind. Ich bin sowieso der Meinung, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, ein Karma is a bitch, dass ich sage immer, diejenigen, die jetzt böse sind, die sollen das bitte überleben, damit sie danach mit dem Karma konfrontiert werden. So, meine Tendenz liegt eher auf 2025. Wenn alle denken, es ist vorüber, alles ruft Shalom und jeder geht auf die Straße, was wir ja jetzt schon haben, gegen das Establishment. Und das haut eher hin. Nee, die Russen haben eh kein Interesse am Krieg. Putin hatte noch nie Interesse am Krieg. Der Mann hat eine Engelsgeduld, der Mann ist Sonne Waage und Sternzeichen Skorpion. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich erst dann steche. Ja, ich habe übrigens eine Voodoo-Puppe verloren. Ich wollte das gar nicht sagen. Meine Nachbarin, die mit den Nadeln gespickt am Fenster hing. Keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Die hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Das wird jetzt wirklich wirken, aber wie Donnergrollen wird es aus über den Taxihof.
mal so viel dazu. Also gehen wir nochmal zurück. Die Russen und die Chinesen haben kein Interesse am Krieg. China baut eh schon Hallstatt nach. Was wollen die noch mehr? Ja? Die haben eh schon halb Österreich eingenommen in China. Und der Russe, was hat er denn immer gemacht? Wladimir hat immer Ruhe reingebracht. Russland wäre schon längst verhungert, wenn sie keinen Putin hätten. So, und ja, ich habe heute ja auch schon mal erwähnt, so beiläufig, wer hat die Kriege angefangen? Die Demokraten, oder? Demokratie, in Anführungszeichen, die heimliche Demokratie, die Diktatur unterm Deckmantel der Demokratie, aber nicht die Kommunisten. Die Kommunisten haben immer geguckt, dass es dem Volk gut geht. Und bei den Kommunisten wären ZB, wenn die regieren würden, diverse Leute hier bei mir um mich herum, schon längst da, wo sie hingehören. Ja? Nämlich im betreuten Wohnen. So, das ist nicht das Thema. Das kommt eh alles noch. Wie gesagt, ich muss ja anscheinend bis 94 durchhalten. Ich bin mal neugierig. Ich denke mir ja immer so, wenn ich mir so Freunde von mir angucke, die über 80 Jahre alt sind, ob ich dann auch noch so fit bin. Das habe ich mir heute schon gedacht, wie ich mir mein Abend-Make-up aufgelegt habe. Das ist so. Das war von Anfang an so. Die Russen haben uns geholfen, die anderen haben uns verraten. Nicht umsonst wird es letztendlich so kommen, liebster Freund, dass England absaufen wird und dass König Artus mit Guinevere mit dem Hubschrauber davonfliegen wird, während die Insel absäuft, nachdem ihn Uther Pendragon darauf vorbereitet hat, dass unter anderem Britannia absaufen wird und zur Insel werden wird Avalon 2.0. Ich bin ja mal neugierig, ob ich nochmal nach Venedig komme. Ich habe heute Abend, haben wir ja schon geplant, wo wir hinfliegen könnten. Es stehen ein paar Ausflugsziele auf der Liste, aber natürlich nicht in der besagten Zeit, Mitte Juni oder Anfang Juni bis Ende August. Ne? Da wird die Hexe mit Sicherheit ihr Urlaubsdomizil, ihr Chalet besuchen, aber sonst nichts anderes oder vielleicht Schwimmbad um die Ecke. So was habe ich noch gesehen. So, wir haben darüber gesprochen, ganz zu Beginn des Videos, dass ich das eben vor 10 Jahren gesagt habe, auch zu dem Kampf gegen Tyson Fury, wie die Klitschko-Ära enden wird, bla 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 bla. Ja, und ich kann euch bestätigen, die Trainer haben mir recht gegeben. Wobei mein Lieblingstrainer, mein eigener Coach, ne, den kennt ihr ja, mein James, mir immer gesagt hat, Sister, he can win, but I give him my advice, but he didn't listen. Ja? Und das ist das Thema, was wir haben, dass also er einfach als Widermann nicht zuhören möchte. Wobei ich ja sagen muss, er hat mir ja damals das Versprechen gegeben, dass er gegen Tyson Fury gewinnen wird. Übrigens ist Ruhen ja gerade im Champs Camp mit Alexander Usyk und die trainieren ja für den Kampf gegen Tyson Fury. Wenn mal jetzt ist ja K2 tatsächlich im Ring gegen Tyson Fury. Tyson Fury hat ja gesagt, er hat alles erreicht, er hört jetzt auf. Ja, kurioserweise hat ihn unser Alexander dazu gebracht, jetzt doch noch gegen ihn zu boxen, wegen den Weltmeistertiteln. Nachdem er ja AJ auch ausgenockt hat. Das heißt, unser Usyk, der rächt jetzt Wladimir. Das ist auch spannend zu beobachten. Ich freue mich schon auf diesen Boxkampf im Februar. Dann schalte ich Datsun wieder frei. Höchstens mir schickt der Markus dann einen Link, wo ich wieder illegal gucken kann.
wenn Michael Buffer dasteht und sagt, Ladies and Gentlemen, we are ready to rumble. Tyson Fury against Alexander Usyk. Und ich hoffe, dass Fury dann alles verlieren wird. Dieser fucking Bastard. Ja, wie gesagt, ich kenne die Burschen alle persönlich, deswegen ist das für mich immer schwierig, da neutral zu sein. Also, ja, wenn wir verreisen werden, dieses Jahr, ihr könnt natürlich in Urlaub fahren, wann immer ihr wollt, mir ist es eigentlich wurscht. Ich halte mich an die Aussagen des Erzengels, ich bleibe mit meinem Arsch daheim, von Mitte Juni bis Ende August. Das ist die Zeit, die der Irr mal gesagt hat. Der zukünftige Kaiser von Deutschland hat mir neulich eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Der Adel vom den Kreuzrittern aus der Burg Treswitz hat geschrieben, naja, die 889 haben wir ja schon. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Aber ich weiß eines, heute Nacht ist eine mega fette Party mit riesem Staraufgebot beim Stangelwirt. Die Karten sind nicht mehr so easy zu bekommen wie früher, dass man hinfährt, einen Tag vorher noch an der Rezeption seine Karte kauft und dann Robert noch vor einem reindackelt. Oder Nadel und sich Dolly Buster über das gleiche, ewige, gleiche kleine Schwarze darüber brüskiert, was Nadel gerade an diesem Abend trägt. Ich kann euch sagen, die haben Probleme, die haben wir noch lange nicht. Wir schicken jetzt mal schöne Grüße nach Going. Zu meinem zweiten Zuhause, wird Zeit, dass ich mal wieder hinfahre, aber die Frau Brandner ist ja immer mit ihren komischen Masken beschäftigt, die hat ja mal keine Zeit, dass wir mal wieder Urlaub machen, wir zwar. Mal wieder nach Atlantis düsen, in den Wellnessbereich vom Stangelwirt, aber das wird sich heuer schon noch ausgehen. Dass wir dann an Bernd an der Bar ein bisschen zwicken können. Das Zweigerl schmeckt eh so gut dort. Genau. Dass wir dann einmal wieder einen guten Rostbraten genießen. Schauen wir mal, ob der an meinen Hick kommt. Im Kuhstall. Möge der beste Morgen die Streif gewinnen. Und ich freue mich. Ich bin nicht beim Riesenslalom. Ich bin nicht bei der Night Race. Ich bin beim Riesenslalom. Weil da hat sie wer verdorben. Trotzdem ist es ein VIP-Ticket. Ich freue mich schon tierisch auf den Dienstag in Schladming. Und mir ist es eigentlich wurscht, ob das jetzt, nachdem der Marcel Hirscher eh nicht mehr fort, ist mir eigentlich wurscht, ob jetzt ich am Mittwoch oder am Dienstag in Schladming bin. Früher war am Dienstag die Night Race, heuer ist am Mittwoch, das ist mir auch wurscht. Es geht ums Dabeisein beim Weltcup. Das ist das gleiche Energielevel, Magic Time, wie bei einem Boxkampf. We are ready to rumble. Ich bin auch weg. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ist dort länger gegangen, wie ich gedacht habe. Danke, Paul, für unsere Kommunikation. Schlaf gut, Schnucki. Du weißt ja, ich bin die böseste Hexe der Steiermark. Wer weiß, ob ich nicht noch böser bin. The baddest witch in town, Steinachburg. Schlaft's gut, ihr Lieben. Habt einen mega geilen Weltcup-Auftakt morgen. Genießt die Streif, völlig wurscht von wo aus.
über den Fernseher oder live dabei in Kitzbühel. Seid mit dabei, wenn die weltbesten Skifahrer in Schladming in der Planei den Berg runterrasen. Und ich glaube, unser Talk heute war echt interessant für alle. Hab euch lieb, eure Baddest Witch in Town. Die Krone-Zeitung hat's bewiesen über dem letzten Foto der Queen. Steirische Hexe quält ihre Nachbarschaft. Hab euch lieb!